Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen. Und das unabhängig, wann du das Video schaust, es gilt auf jeden Fall für diese zwei Tage. Ich ziehe gleich drei Karten aus dem Lenny-Kartendeck und heute mal wieder zwei Energiekarten. Und dann darfst du entscheiden, ob es die erste oder die zweite Energiekarte sein darf. Natürlich darfst du dir auch beide Karten mitnehmen in Anführungsstrichen, die Hinweise, die Botschaften, die, wenn sie zu dir wollen heute beide, dann sollst du sie auch nehmen. Und das ist auch nicht egoistisch, sondern es ist ganz frei, ja, von dir auch entschieden. Wichtig ist immer, dass ihr wirklich aus dem Bauch heraus euch entscheidet, ob ihr jetzt eine, zwei haben wollt, ne? Oder ob es die erste oder zweite sein soll. Das ist immer das Wichtigste und da keine Doktorarbeit draus macht und dann Stunden drüber nachdenkt. Aber wir mischen jetzt erstmal die Lenny-Karten, die Lenny-More-Karten und dann ziehe ich drei Karten so als Hauptüberschrift und bin auch gespannt, was da auf uns wartet für heute und für morgen. So, dann nehme ich die Karte und die Karte. Was haben wir da Schönes? Da haben wir das Kreuz, da haben wir den Turm und da haben wir die Nachrichten. Okay, schicksalhaft kommt aus dem Außen, von der Behörde, von der Bank, vom Arbeitgeber, von Kunden, Versicherungen, Banken, kommt eine Nachricht. Was es jetzt für eine Nachricht ist, weiß man nicht. Oder ich kann es leider Gottes jetzt nicht sehen. Ich hoffe, dass uns die Energiekarten gleich ein bisschen mehr noch sagen. Auf jeden Fall ist das hier schicksalhaft, ne? Und ich habe keine Ahnung, wenn das Schicksal das bestimmt, ob das schon in eurer Planung ist, ob es etwas ist, worauf ihr wartet, was ihr vielleicht früher bekommt. Ne? Die Nachrichtenkarte ist ja für mich auch immer die Kommunikationskarte. Das heißt, es kann auch sein, dass Gespräche hier stattfinden, dass ihr vielleicht irgendeine Einladung auch bekommt, dass ihr einen Bescheid bekommt von der Behörde, ne? Was auch immer für ein Resultat daraus kommt. Vielleicht können uns die Energiekarten nachher ein bisschen was ja, aufzeigen. Wichtig ist hier halt das zu sehen, dass es schicksalhaft ist. Es kann aber auch sein, dass du hier in der Selbstständigkeit steckst und es hier schicksalhaft auch weiter auch nach vorne geht durch ein Gespräch, durch ein gutes Kundengespräch. Ne? Es kann auch sein, dass du ein Arbeitsgespräch bzw. einen neuen Arbeitgeber suchst und dann ein Arbeitsgespräch daraus resultiert. Ne? Dass es einfach kommt oder jemand anders empfiehlt dich irgendwo, sei es auch, wenn du selbstständig bist oder angestellt bist und sagt, hey, bewirb dich doch mal hier oder darf ich deine Daten weitergeben und du kriegst dann jetzt Nachricht auch vielleicht von dem Unternehmen, ne? Oder was auch immer. Oder kriegst wirklich dann, manchmal kriegt man ja auch irgendwelche Post, die Hinweise geben, die für einen wichtig sind, ne? Wo man zwischen den Zeilen mal lesen muss und vielleicht wo man daraus auch dann profitiert oder irgendwas draus machen kann auch. Ne? Kann aber auch sein, dass du jetzt endlich auch für dich sagst, ich habe keinen Bock mehr auf Isolation. Ich möchte endlich nach draußen. Ich möchte ins Außen, ich möchte Gespräche führen, ich möchte kommunizieren. Ne? Das ist ja absolut hier die Nachrichtenkarte, auch die Kommunikationskarte. Und dann bist du draußen, gehst aus der Isolation raus und schicksalhaft spricht dich jemand an. Das muss jetzt nicht unbedingt auf einer Liebesebene sein. Ne? Aber jemand spricht dich an oder ihr sprecht kurz miteinander und danach tauscht ihr Telefonnummern aus und du bekommst eine schöne Nachricht auch, sodass du da auch dich wieder auch, ne, ich sag mal, mehr wieder in die Balance, Stabilität bringst. Das kann auch sein, dass es hier schicksalhaft eine Wendung gibt, ne? Schicksalhafte Wendungen auch von Trennungen, dass du Nachrichten bekommst, sei es auch partnerschaftlich oder von Freunden, Familienmitgliedern, wo eine Trennung da war und du gar nicht mehr damit gerechnet hast oder vielleicht auch nicht zu dem Zeitpunkt damit gerechnet hast, dass die Kontaktaufnahme von der Seite kommt und das kommt aber dann hier durch die Nachricht und dass man was revidieren möchte, vielleicht auch wieder was klären möchte, ne? Und das Schicksalhafte auch jetzt hier, wirklich, da sind absolut nicht deine Gedanken dran und vielleicht möchte da jemand wieder in Anführungsstrichen auch zurückkommen, möchte wieder ja, Freund mit dir sein, Freundin mit dir sein oder Familienmitglieder, wenn irgendwas vorgefallen ist. Ne? Also es kann ganz, ganz viel sein. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir für Energiekarten noch dazu ziehen, weil die geben dann ja oftmals noch mal ein bisschen mehr Hinweise. Hupsala. Das waren jetzt mehrere Karten, deswegen
ist das uninteressant. Ich sage immer, wenn so ein oder zwei Karten rausfallen, die haben dann eine Bedeutung, aber mehr halt auch nicht. Die kommen dann wieder ins Kartendeck. So, die verstecken sich jetzt hier und das wollen sie nicht, weil ich nehme jetzt gleich mal hier eine drunter. Einfach mal hier weg. Und wieder ist die Deko hier dran. Meine Güte. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier für Energiekarten dazu haben. Du darfst entscheiden, ob es die erste oder zweite sein darf oder natürlich auch gerne beide. Die erste öffne ich jetzt. Gesundheit. Ich achte dieses körperliche Gefäß als das Heiligtum meiner Seele. Ja, und das ist zum Beispiel auch etwas, ne? Wenn wir hier schicksalhaft welche Nachrichten bekommen, auch natürlich aus dem Außen, von Behörden, von Arbeitgebern, von Kunden und die dann wirklich uns wieder in die Stabilität, in die Balance bringen, dann können wir auch weiter vorwärts gehen. Ne? Wenn wir natürlich immer, sage ich jetzt mal, in so einem Fluss sind, wo alles stagniert oder viel Negativität ist, ne? Oder auch Trennungsfaktoren, Isolationen halt allgemein auch, ne? Ich münze das jetzt auf verschiedene Themen hier, dann geht es uns auch nicht gut. Und ich finde das total schön, weil durch diese Nachricht, die halt schicksalhaft hier kommen möchte, von wem auch immer, ne? Also es kann wirklich auch irgendwelche Personen betreffen, wovon man getrennt war oder schon länger halt nichts gehört hat und es kommt auf einmal etwas wieder von dieser Person oder wo man sich getrennt hat, die möchte jetzt wieder zurückkommen oder Familienmitglieder, wo irgendwas vorgefallen ist. Und dann geht es uns auch wieder gut, dann kommen wir in unsere Stabilität auch immer. Und das ist auch ganz wichtig, dann die Klärung hier auch vorzunehmen. Ne? Wenn jemand möchte, dann klärt es auch. Oder nimmt es an, auch Gespräche, die schicksalhaft kommen, nimmt dieses auf jeden Fall an, weist es nicht ab, beziehungsweise prüft es, weil das bringt euch wieder in eure Stabilität, in eure Balance wieder immer mehr zurück. Ne? Und das ist ja auch die Vitalität. Ja, das ist etwas, ne? Hier ist nochmal ganz klar auch gesagt, ich achte dieses körperliche Gefäß als das Heiligtum meiner Seele. Ja, Vitalität, Kraft und alles, das brauchen wir einfach, ne? Um auch weiterzugehen, um keine Stagnation zu haben, keine Isolation zu haben. Und es gibt so einen Wendegrad. Und wie gesagt, du wirst wissen, zu welchem Thema das jetzt bei dir am besten passt. Aber wir schauen jetzt natürlich auch in die zweite Karte. Was haben wir da? Da haben wir die Fantasie. Ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Ja, und vielleicht bekommst du hier eine neue Möglichkeit von einem Unternehmen, von einem Arbeitgeber, was ich gerade schon sagte, vielleicht bist du empfohlen worden für einen Angestellten, vielleicht für ein Projekt, vielleicht aber auch für ein Studium oder für eine Weiterbildung bei einem Unternehmen. Das kann alles sein, was schicksalhaft jetzt zu dir kommen möchte, in Gesprächsform oder auch in Briefform oder mit einem Treffen und so. Und bleib dabei, es tut dir gut. Dieses Angebot, was du da bekommst oder diese Gespräche halt, ja, die bringen dich noch mehr in den Fluss halt auch. Die zeigen dir neue Möglichkeiten. Auch klar, wenn man sich irgendwo versöhnt, auch mit wem auch immer, das bringt einen auch immer mehr, ne? Ich sag mal so, in diese Gedankenkraft wieder das Glück zu spüren, Freude zu spüren, als wenn man Groll hegt, ne? Wenn man irgendwo weiß, da ist Streit und so, dann habe ich meinen Kopf auch nicht frei für das Kreative und dann kann ich mich selbst auch gar nicht fördern und das, was in mir ist, kann auch nicht rauskommen, ne? Und vielleicht möchte dir jemand das durch diese Nachricht, möchte dich da pushen und möchte dir was anbieten. Ich finde ganz wichtig, dass du es dir anschaust. Ne? Also du entscheidest immer alles, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Letztendlich kann das niemand für dich und dir muss es damit auch gut gehen. Ne? Aber wichtig ist, dass man die Möglichkeit, die Chance auch, wenn es eine Chance ist, auch um weiterzugehen, um für sich da auch ja, zu wachsen, auch innerlich, ne? Wenn es hier auch selbst um Isolation gibt und wo man einfach sagt, nee, jetzt will ich raus, ich nehme es an, wenn mich jemand einlädt, auch zu einem Spaziergang oder so. Vorher habe ich das vielleicht nie gemacht und jetzt habe ich so eine Kehrtwende und ich sage schicksalhaft, ja, ich will raus. Ne? Und dann fördere es, weil dein Geist und alles so, deine Seele wird dadurch halt wirklich auch nochmal mehr gestärkt und mit Energie auch gefüllt, sodass du darauf aufbauen kannst. Und darauf kannst du dann ganz, ja, vielleicht andere Themen nochmal mit kompensieren und auch weiter vorantreiben. Ne? Das ist, Fantasie ist so ein großer Begriff und ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Ja, vielleicht hast du hier dadurch, durch die Gespräche, durch die Möglichkeiten, hast du so einen Impuls, so einen Startschuss und dann mach es, weil es möchte schicksalhaft auf jeden Fall auch bei dir integriert werden und zu dir kommen.
Ihr Lieben, dicken Drücker und bis zur nächsten Tagesbotschaft. Tschüss!